Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Tauschregal-Video. Ja, Emmy kommt jetzt auch langsam angetapselt. Sie hat gemerkt, hier passiert doch irgendwas. Ja, bevor ich es wieder vergesse, dies ist natürlich auch ein Video, in dem Produkte vorgestellt werden, nämlich Bücher. Also irgendwo steht hier vielleicht auch Produktplatzierung. Damit sind die Bücher gemeint. Und Sina sitzt hinter der Kamera, wir beide im Moment noch vor der Kamera. Dich habe ich nicht damit gerufen. Ich habe begrüßt. Ja, und dann starten wir doch Emmy, wo ist Mama? Nicht jetzt bei der Kamera. Los, komm. Wo ist Mama? Wo ist Mama? Emmy, komm hierher. Mama ist weg. Komm schnell. Komm schnell. Mama ist weg. Komm schnell. Gar nicht wahr. Hör doch auf damit. So. Also. Sie bringt hier nur Unruhe rein. Nein, sie geht. Jetzt, oder beginnen sie geht jetzt unter den Tisch. Das gefällt ihr jetzt mit dem Tisch, weil dann hat sie eine Höhle. Sind eure Tiere auch so versessen auf Höhlen oder alles, was dann ein bisschen dunkel ist oder überdacht? Wir wissen es doch, im Dunkeln, da lässt es sich gut munkeln. Also Emmy wäre wirklich Typ Hundehütte. Ja, also wenn wir mal irgendwo eine haben, so wahrscheinlich hat sie dann auch noch so einen Fressnapf und macht einen auf Snoopy. Wir müssen echt mal aufpassen, was das Kind so guckt. Ja. So, kommen wir zurück zu den Büchern. Ja, wir waren wieder auf Tauschregal. Plünderungstour oder wie immer wir das nennen wollen, aber es war wirklich sehr nett, was wir da wieder gefunden haben. Außerdem haben wir jetzt schon lange nicht gedreht. Ja. Und deswegen ja, gibt es jetzt ein bisschen mehr zu bestaunen. Ganz genau, wir müssen es aufgeteilt. Ja, wir müssen es in drei Teile aufteilen, weil ja, wir wollen ja auch nicht, dass das 2 Stunden geht. Dann, genau. Dann hält mein Computer das nicht durch. Der rippt jetzt schon 10 Stunden an einem Video. Genau, und das war jetzt so, innerhalb von 2 Wochen ist das jetzt alles aufgelaufen. Wir mussten nämlich ein paar Mal raus und dann haben wir immer die Gunst der Stunde auch genutzt. Und ich habe seit langer Zeit das erste Mal wieder ein Rezensionsexemplar angefordert und habe das auch erhalten. Und zwar dieses Buch von Antoine Laurent. Keine Ahnung. Ja, ihr werdet das sicherlich wieder besser wissen. Mit dem habe ich ja angefangen und ich finde den Autoren richtig, richtig toll. Ich habe von ihm Der Hut des Präsidenten gelesen und ich habe von ihm gelesen, uff, jetzt, wie hieß denn das andere Teil? Ja, Ma hat einen super Hang zu Räucherkegeln. Seitdem wir Hexen sind, räuchert sie und kegelt hier rum. Müffelt hier rum, ja. Ich habe nur gesagt, es gibt ein bisschen was Mystisches, aber ihr werdet wahrscheinlich hier von dem Qualm gar nichts sehen. Ja, ich habe von ihm, wie gesagt, Der Hut des Präsidenten und Eine Liebe mit 2 Unbekannten. Ist es das mit dieser Handtasche? Das mit der Handtasche fand ich ganz, ganz toll. Der Hut des Präsidenten fand ich sehr interessant. Und dann habe ich zu Ma gesagt, weil ich eine Leseflaute hatte, hey, probier es doch mal mit diesem Porträtbuch. Und seitdem hat er Ma an den Haken. Ja, er hat mich am Haken. Ja, und ich habe das Buch mit den Porträts gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Und die Melodie ihres Lebens, was ich auch ganz, ganz spannend fand. War auch ein Rezi-Exemplar? Ja, und dieses Buch hier hat mich auch, also ich habe es gestern Mittag bekommen. Mir fehlen jetzt gerade noch 50 Seiten ungefähr, dann ist dieses Buch leider auch schon wieder Vergangenheit und es ist super spannend. Ich warte auch nur darauf, dass ich mit dem hier allen fertig bin und dann kann ich weiterlesen. Ma hat heute Morgen auch gleich gesagt, Sina, du musst da unbedingt eine Stelle hören, es geht um dich, weil, das könnt ihr ja nicht wissen, ich beschäftige mich im Moment total intensiv mit Maria. Ja. Also mit Maria von Jesus und so weiter, weil ich es interessant finde, wie viel Wunder in ihrem Namen geschehen und dass sie ja auch fast die Kirche gespaltet hätte, weil sie halt ja so einen Einfluss auf die Leute auch hat und die Leute so intensiv an sie glauben und so weiter. Und ich finde Maria gerade sehr spannend, sehr sympathisch. Ich habe ja auch eine Marienfigur und Marienbilder und so weiter. Und Ma hatte da auch eine Kirche entdeckt in Paris. Wenn wir mal nach Paris wiederkommen, muss die Notre-Dame-de-Victoire? Keine Ahnung, da müssen wir da auf jeden Fall hin. Und da sollen überall Tafeln angebracht sein. Ja, und da stehen eben diese Wunder, die Maria für die Bittsteller da halt vollbracht hat. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Das ist wieder so ein Buch, wo man ganz viel Paris drin hat, noch einiges darüber lernt.
Ja, auch sehr, sehr spannend. Es geht ja halt auch um eine Zeitreise. Lest doch hinten einfach vor, denn Genau, dazu kommen wir jetzt, weil ja. wir darüber reden, das wird ja dann spür, das wird dann ja, oh Gott, wenn wir das hochladen, haben wir das wahrscheinlich schon als Rezension hochgeladen. Also, ich sage es jetzt auch nochmal dazu. Die ganzen Klappentexte, Rückentexte sind natürlich das Copyright immer beim Verlag und ich lese das jetzt einfach vor. So, ein Septemberabend in Paris. Auf den Schreck eines Einbruchs trinken drei Nachbarn und ein amerikanischer Tourist eine Flasche Château Saint-Antoine Jahrgang 1954. Am nächsten Tag hat sich die Stadt um sie herum verändert. Die Luft, die Menschen, die Autos, nichts ist mehr wie am Abend zuvor. Nach und nach wird ihnen bewusst, warum sie ihr Paris plötzlich nicht mehr wiedererkennen. Sie sind zurückversetzt worden in das Jahr des Weins. Und das Jahr des Weins ist 1954. Also die meisten der Anwesenden sind noch gar nicht geboren oder waren noch ganz klein. Und ja, ich finde das mega spannend, überhaupt die Idee. Ich mag die Charaktere total gerne und ich wüsste auch nicht, wie ich in der Situation jetzt unbedingt handeln würde. Es kommen Geheimnisse zutage. Naja, wie ist das, wenn man seinen eigenen Urgroßvater trifft? Erster Satz. Der erste Satz. Ich finde, erste Sätze sagen unheimlich viel aus. Bei manchen möchte man weiterlesen. Also mich haben schon Bücher beim ersten Satz gepackt und ja, ich musste dann unbedingt weiterlesen. Es geschah in der Nacht, bei zunehmendem Mond, inmitten der Weinberge des Beaujolais. Also ein super, super schönes Buch bis jetzt. Also wenn der Autor sich jetzt nicht noch den Riesenbock schießt, ist das wirklich ein ganz fantastisches Buch. Ja. So, dieses Buch habe ich aus dem Tauschregal und das habe ich am Dienstag oder so aus dem Tauschregal gezogen. Jedenfalls habe ich es angefangen jetzt und habe es Jetzt innerhalb ist Sonntag. Ja, aber ich habe es innerhalb von 1,5 Tagen durchgesuchtet. Dazu gibt es Also aber. das für dieses hier habe ich dann einen Tag gebraucht, für dieses hier 1,5. Es sollte eigentlich mein Nachtbuch sein, weil ich liebe es immer, wenn ich ein Buch habe, das ich mir per Onleihe halt ausleihen kann. Und das lese ich nachts, wenn ich mal nicht schlafen kann oder morgens so früh wach werde. Und ein Nimm es Tagebuch. mit zur anderen Seite, sonst produziert Schatten auf dein Gesicht. Okay, Dann bist du die Frau mit dem Schatten so im und ich hatte Gesicht. es ja schon mal in einem anderen Video gesagt, Arthur Paasilinna, ich habe ihn mal angefangen, habe das Buch sofort wieder weggelegt, weil ich nicht damit klarkam, irgendwie zwei Seiten, die ganzen finnischen Namen und es kam mir reichlich politisch vor und da hatte ich entweder zu der Zeit nicht den Bock, die Nerven und die Geduld oder aber ich komme da wirklich nicht mit zurecht. Keine Ahnung, ich habe es auch nicht mehr. Ich kann es jetzt so nicht überprüfen. Dieses Buch hat mich jedenfalls vom Hocker geworfen. Ich fand das richtig gut. Es ist skurriler Humor gepaart mit Cleverness, tollen Charakteren. Aber dazu gibt es dann wahrscheinlich schon, wenn wir das hier hochladen, habt ihr dazu auch schon die Einzelrezension oder die Einzelbuchvorstellung. Hier bei YouTube. Wenn Genau. ja, verlinken wir euch das unten. Ansonsten kann es nicht lange dauern, bis ihr die habt. Abgedreht haben wir sie jedenfalls Und zum schon. Thema Buchvorstellungen, die werden jetzt bei uns ein bisschen länger. Wir waren ja sonst immer in der Kürze liegt die Würze, aber jetzt reden wir halt auch ein bisschen über die Bücher und Ja, machen es sonst. mehr so wie ein Büchertalk. Ach so, halt, stopp. Wir haben was verpeilt. Also, ich lese euch vor, was hinten drauf steht. Aulis Revender ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat volle Auftragsbücher, eine schöne Wohnung in einem teuren Stadtteil Helsinkis und, nicht zuletzt, eine attraktive Frau und zwei Kinder. Alles steht zum Besten, bis ihm seine Frau eines Tages eröffnet, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hat und die Scheidung will. Völlig verstört zieht sich Revender auf eine einsame Insel zurück. Verzweifelt wie er ist, ruft er bei der Telefonseelsorge an, verwählt sich und landet stattdessen bei der resoluten Geschäftsfrau Irene Oinon. Und damit kommt sein Leben erst so richtig in Schwung. Ja, ich musste mir alles über das Buch anhören, aber ich frage mich gerade, ob wir das nicht schon in einem anderen neue Bücher-Video vorgestellt haben. Nein. Sicher? Sicher? Wir haben noch eins von ihm. Ich weiß. Nein, nein. Das war es mit dem Kirchenanzünder am Anfang. So, Reda Aulis Revender schätze sich aus zweierlei Gründen glücklich. Und da ist ein Punkt und es gibt nur den ersten Satz. Dann haben wir es tatsächlich nicht vorgestellt. So sage ich.
So, Jennifer Blake wie Feuer auf meiner Haut. Ja, und das sieht ganz nach Team Sina aus. Ja, ich hatte es das erste Mal, hatte ich es stehen gelassen beim Tauschregal. Ja, ich sag ja, du wirst gleich husten. Glaube nicht. Duften werde ich. Duften wie eine Blume, wie eine Rose. So, jedenfalls hatte ich das erste Mal stehen lassen im Tauschregal und habe es jetzt mitgenommen. So, es geschieht auf einem Maskenball, der feurige Raphael. Ach, Maskenball, komm, Maskenball, das klingt doch schon ganz nach Sinas Sache. Ja, der feurige Raphael Navarro begegnet der betörend schönen Catherine Mayfield. Im Duell streckt er ihren Verehrer nieder, entführt Catherine in die Nacht und macht sie zu seiner Frau. Ihre Liebe aber kann der hochmütige Pirat so nicht gewinnen. Pirat? Ja, das weiß auch Catherines Verehrer Marcus Fitzgerald Sina, für den noch immer eine Flamme in Catherines Herzen brennt. Ich lege es dir gleich ganz oben. Oh, ich wünschte, ich könnte schneller lesen. Ich habe mittlerweile so viele gute Bücher auf dem Sub. Ich will schneller lesen können. Die Mietkutsche klappert über die ausgefahrenen Straßen des Vieux Carrier, das in den Dunst der Nacht gehüllt lag. Ja. Huiuiui. So, ein Buch, was man eigentlich gelesen haben sollte, ich natürlich nicht, Sina auch nicht. Ich habe mal mit dem Hörbuch angefangen, aber das hat er irgendwie komisch abgespielt. Der ist da unter den Tracks gesprungen, da habe ich gedacht, das also ist ein Zeichen. Also es nicht an dem Buch. Nein. So, Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm. Ich finde den Einband eigentlich sehr schön. Ich finde den auch total hübsch. Drauf. Und worum es geht, ihr werdet sicherlich im Bilde sein. Der erste Satz. Weil ihr alle belesener seid als wir. Lieber Herr Tucholsky, schönen Dank für Ihren Brief vom 2. Juni. Ist das erste Kapitel, ich kann es nicht ändern. Lieber Meister Rowold, so kann das doch niemals anfangen. Das hast du auch gesagt, als wir es aus dem Taschenregal gezogen haben. So kann das doch niemals anfangen. Egal, wir werden uns überraschen lassen. So, dann haben wir hier Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Und das habe ich jetzt endlich gebunden. Ich hatte es nämlich nur in einer Taschenbuchausgabe. Und jetzt setzt mir der Räucherkegel zu. Aber wie schön, dass wir räuchern. Ich sag das. Die Kunst des Krieges habe ich mir damals geholt, als... Du Feinde hattest? Ja, als ich gerade begonnen hatte, mir richtig Feinde zu machen. Und ja, da hatte jemand gesagt, ich sollte mich doch mal in das Thema Krieg einlesen. Da habe ich gedacht, okay, dann liest doch gleich die Kunst des Krieges. Ich kann mich aber so gut wie gar nicht mehr an das Buch erinnern. Aber meine Taschenbuchausgabe wird jetzt ins Buchtauschregal flattern und dafür wird die Kunst des Krieges gebunden dann da stehen. Vielleicht liest du es auch nochmal. Ja, sicherlich. Ich werde sicherlich nochmal lesen. Vor allen Dingen, wenn ich mein Mörderprojekt vom Buch mal irgendwann schreibe. Aber das ist jetzt gerade echt nicht angesagt. Dafür fehlt die Zeit und der Kopf und so weiter. Aber dann werde ich auf jeden Fall nochmal die Kunst des Krieges lesen. So, die Kunst des Krieges veranschaulicht, wie man Initiative ergreifen und den Feind bekämpfen kann. Jeden Feind. Die Einsichten, die der chinesische Philosoph und General Sun Tzu bereits vor 2500 Jahren niederschrieb, haben bis heute nichts von ihrer Aktualität und Gültigkeit verloren. Und darüber steht auch noch, wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu viel. Der Satz ist mir jetzt erst in irgendeinem Buch begegnet. Ich weiß nur nicht mehr in welchem. Sun Tzu schrieb dieses außergewöhnliche Buch vor 2500 Jahren in China. So, dieses Buch hatte ich allerdings nur den ersten Teil. Das du hattest den anderen später auch. Ja, das ist jetzt also die Gesamtausgabe, denke ich mal, von Willy Breinhorst. Holst. Und ich hatte damals, hallo, hier bin ich, zu der Zeit, wo ich schwanger war mit Sina. Und ich fand es total süß. Es hat halt solche Zeichnungen, Junge oder Mädchen. Ja, die Zeichnung wird uns das nicht verraten. Konnte man das nicht immer sagen, war das nicht nach den Schwangerschaftswochen oder so? Ja, ja. Man hat jedenfalls die Entwicklung. So, Mama, ich kann spucken. Oder Mama raucht dann mal. Oder sie trinkt einen Gin oder so. Und dann brennen die Augen. Also es ist total süß gemacht, das Buch. Ja, und danach, der zweite Teil, da ist das Kind dann ein Kind. Und ich weiß, dass ich die Bücher früher da als... ist das Kind ein Kind? Also ja, kind also es ist Welt. Erwachsener. Das ist halt ein kleiner Junge und ich fand das immer sehr, sehr interessant. Also ich mochte das damals total gerne. Das war sozusagen mein Gregs Tagebuch, weil das Kind auch ein Lausebengel, glaube ich, ist. Ich wiege 56 Zentimeter. Also Sina ist schon mit 55 ich gestartet. Wiege? Da steht, ich wiege. Das Kind hat es wahrscheinlich nicht richtig verstanden.
Ach so. Ja. So, das ist jedenfalls ganz, ganz süß. Also wenn ihr jemanden habt, der schwanger ist oder so, das ist wirklich ein richtig, richtig süßes Buch. Es ist ein Allrounder. Nein, ein Allrounder nicht, aber es ist so. Ein Evergreen. Dann haben wir von Annette Blyton Dolly, der Teil 8, eine aufregende Mitternachtsparty. Das waren ja meine Bücher. Ich war ja nicht Hanni und Nanni. Ich war Dolly-Liebhaberin. Ich habe die total gerne gelesen. Ich habe auch jetzt zu Sina gesagt, vielleicht ist das auch ein Zeichen. Vielleicht sollte ich mal nach den anderen Büchern auch Ausschau halten. Sie sind ja, glaube ich, auf der Burg Möwenfels. Genau, da sind sie. So, auf der Burg ist immer etwas los. Nicht nur ein Bazar bringt alles durcheinander, sondern auch ein Prinz. Da müsste man doch zur Erholung ein Fest feiern, meinen die Schülerinnen der Vierten. Dolly hat eine fabelhafte Idee und es wird die aufregendste Mitternachtsparty, die es auf Burg Möwenfels je gab. Wer jung ist, liebt das Schneiderbuch. Ja. Ist das mit Liebe? Ich weiß nicht. Wo ich doch diesen Fable zu Romanzen habe. Kriegt irgendjemand den Prinzen am Schluss? Dann könnte man es doch mal lesen. Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht Dolly Rieder? Ja, das ist ja, jedes Jahr geht es dann wieder zur Burg zurück, zur Schule. So, dann baue ich doch mal hier was ab. Und zwar der Zaubergarten von Sharon Mars. Ja, Inian, ihr kennt meine Liebe. Ja, ich weiß. Ich muss unten, habe ich ein Indienbuch mit 1000 Seiten, habe ich jetzt echt aussortiert und ich kann mich weiterhin nicht davon trennen, einfach weil es Indien ist und geil aussieht und so weiter. Oh mein Gott, gib mir bitte 12 Stunden mehr Zeit an einem Tag, okay? Also so für immer, so 12 Stunden mehr. Kommst du damit aus? Ich glaube nicht. So, das sorglose Leben der bezaubernden Saroy, Tochter einer wohlhabenden indischen Familie in British Guayana, findet ein jähes Ende, als der Vater ihr die baldige Heirat mit dem Sohn eines Geschäftsfreundes verkündet. Mit aller Kraft und heimlich unterstützt durch ihre scheinbar so sanftmütige Mutter, setzt sich Saroy gegen den despotischen Vater zur Wehr. Gegen einen hohen Preis gewinnt sie den Kampf um die Freiheit, studiert in London Medizin und begegnet dort Ned, einem Kommilitonen, den ein englischer Arzt einst aus einem südindischen Waisenhaus geholt und adoptiert hat. Die Liebe trifft die beiden wie ein Blitzschlag. Doch allmählich kommen ebenso unerwartete wie beunruhigende Zusammenhänge zwischen den Familien des jungen Paares ans Licht. Wird doch wohl nicht die Schwester sein? Woran du denkst. Paul war 4 Jahre alt, als ihn der Sahib von dort, wo die vielen Kinder waren, fortholte. So fängt das Buch an. Ich meine, es sieht toll aus. Ich lese ja gerne mal oder bin ja gerne mal lesetechnisch in Indien unterwegs. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch so ein Leseländer habt, wo ihr gerne drüber lest. Also ich muss sagen, ich bin gerne unterwegs in England. An der Ostküste der USA, da bin ich auch total gerne. Indien bin ich auch total gerne, es sei denn, das sind indische Autoren. Da hat Mal da mehr den Dreh zu. Und Frankreich bin ich total gerne. Also das sind meine liebsten Leseländer. Naja gut, da tut sich da bei uns beiden nicht viel, ne? Ja, und ich muss sagen, dass ich auch mittlerweile alles, was ich... Wir haben noch drüber gelacht jetzt die Tage, dass ich so völlig auf diesen Cowboy-Farm... Jetzt habe ich mir auch irgendwie, das kommt noch im anderen Video, so ein Outback-Roman aus Australien mitgenommen. Aber es geht auch wieder um eine Farm. Warum ich so diesen Tick habe, wo ich sagen würde... Ihr kennt mich. Ich will keine Natur. Die ganzen Reiterbücher für kleine Kinder habe ich jetzt weggenommen. Wieder ins Tauschregal. Ja, Ma hat gesagt... Ein Machtwort gesprochen. Ja, ich sollte es wirklich Kindern gönnen, die schönen Reiterbücher. Und ich habe wirklich... Aber da ist doch ein silbernes Hufeisen vorne drauf. Trotzdem, Sina, trotzdem. Es glitzert. Egal. Ja, aber ich weiß es nicht. Auch Pferde. Ihr wisst, ich bin kein großer Pferdefan. Ich mag Pferde nicht sonderlich. Ich habe mega Respekt vor den Dingern. Aber wenn irgendwo ein Pferd drauf ist, jetzt habe ich ja auch noch so eins, da kommen wir auch beim nächsten dann dazu, irgendwie mit einer Pferdefarm oder so. Warum habe ich diesen Tick? Verleugne ich irgendwie eine Seite in mir? Die Bourbon Kings muss ich auch noch zu Ende lesen. Da hat der eine auch... Ich könnte das ja bei mir noch verstehen. Ich bin früher viel reiten gegangen. Ich durfte nie reiten. Ich bin ganz böse runtergefallen. Du wolltest auch nie reiten, meine Liebe. Nee, ist mir ganz viel zu gefährlich. Klar, wolltest du das nicht. Vielleicht lebe ich einfach diese Seite nicht bei mir aus. Und deswegen
hole ich es mir halt in schriftlicher Form. Keine Ahnung. Okay, kommen wir jetzt zu Carly Phillips, noch ein Kuss. Carly Wexler ist sich sicher, Liebe und Leidenschaft bringen nichts als Enttäuschung. Und so führt sie eine eher leidenschaftslose Beziehung mit dem ehrgeizigen Peter. Die Vernunftheirat der beiden steht kurz bevor, als sie Peters attraktiven Bruder Mike kennenlernt. Er ist das genaue Gegenteil von ihrem Verlobten. Rau, männlich, selbstbewusst und Carly fühlt sich stark zu ihm hingezogen. Die Begegnungen mit ihm verwirren sie und bringen ihre Prinzipien ins Wanken. Will sie weiter auf Nummer sicher gehen oder die Liebe mit all ihren Risiken in ihr Leben lassen. Wir wissen doch, dass Batman gewinnt immer, ne? Ja. Batman gewinnt immer. Ja, normalerweise die Bad Boys. So, Carly Wexler trat einen Schritt zurück und bewunderte die Schaufensterauslage. Ja. Wer weiß, was da Schönes drin lag. So, das Buch, es geht ganz klar an Sinas Adresse, Franz Werfel, Verdi. Ja, und obwohl es eine Romanbiografie ist, aber ich habe doch gerade die Biografie über Alma Mahler Werfel, über die Frau von Werfel, gelesen. Und deswegen, ich habe auch ein bisschen mitgekriegt, jetzt durch die Bio, wie er das geschrieben hat, wie sehr er da recherchiert hat, dass es sein Durchbruch war. Und ich liebe Verdi. Ich finde Verdi sehr, sehr interessant. Ich höre auch gerade eine Verdi-Biografie, die ich unten auf dem Sub habe als Buch. Und Verdi, ich mag Verdi. Also ich bin totaler Verdi-Fan. Ich mag seine Musik. Ich finde ihn mega interessant. Und ja, jetzt Franz Werfel, Verdi, okay, das musste mit. Und ja, ich denke auch irgendwann werde ich es lesen. So. Wenn ich die Zeit habe. Und ich lese euch jetzt den ersten Satz vor. Der unirdische Monddunst dieser laubezaubernden Weihnacht drang durch das Wasserportal des Venice-Theaters und verklärte die finstere Mündung des langen Korridors, der vorwärts zum erleuchteten Foyer führte. Oh, das ist mir ein bisschen zu poetisch. Ich hab's da lieber platter. Ja gut, das kriegen wir jetzt. Ben Aldridge, Fungel im Reich der Menschen. Ja, und ihr Fungel? Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, das sieht so aus von der Illustration vorne, als würde es mal gefallen. Auf der Suche nach dem Stein Baphomet gerät Fungel in die Hände der Menschen. Von der Polizei aufgegriffen und in die Stadt gebracht, beginnt eine Odyssee durch Behörden und Institutionen. Unversehens wird er zum Medienstar, doch die Zeit läuft. Als er den Stein beinahe schon zu haben glaubt, ist auch Severat zur Stelle. In seiner Verzweiflung ruft Fungel den Feuergeist Salamander an und wird mitsamt dem Stein gerettet. Dessen eigentliche Macht erkennt er erst jetzt. Baphomet macht Gedanken und Wünsche wahr. Sheriff Warren Horatio Sturgill, Ray für seine Freunde und wehe, man nannte ihn irgendwie anders, außer vielleicht Sheriff Sturgill, dann war man todsicher kein Freund, parkte seinen schlammbespritzten, umgebauten Dodge vor dem kaputten Tor der McCutlers. Das Buch, finde ich zum Beispiel, hat einen guten ersten Satz. So, und jetzt dieses Buch habe ich gesehen im Tauschregal und ich habe gesagt, das ist für Sina. Ja, und ich bin jetzt mega dahinterher. Oh mein Gott, gib mir Zeit, gib mir Muße, gib mir, dass ich abends nicht völlig K.O. ins Bett falle und nur noch schlafen will. Mireille Calmel, Die Nächte der Königin. Und ich finde, es sieht toll aus. Hammer aus, aber ein Wort auf dem, oder ein Name. Andere Seite, Mama. War. Nee, andere, nein, du, andere Seite ist Buchhalten. Ach so, sonst bin ich wieder auf der dunklen Seite der Macht. Ein Name da hinten hat mich sofort angezogen und ich habe gesagt, okay, das ist für Sina. Und das war Eleonore von Aquitanien. Und das ist ja so eins von Sinas Steckenpferden mal gewesen. Und ich dachte, na gut, vielleicht können wir das auffrischen. Seitdem ich damals die Herzogin gelesen habe. Und jetzt habe ich dieses Buch. Und ich muss sagen, es hört sich auch noch richtig geil an, als wenn es mir so richtig, richtig gut gefallen könnte. Und ich möchte es gerne lesen, jetzt sofort. Aber jetzt muss ich erstmal die Wüstenschwestern durchlesen. Weißt du mal, wie es mir immer geht?
So, Paris im Jahre 1137. Als Erbin des mächtigen Herzogtums Aquitanien kostet es die eigenwillige und temperamentvolle Eleonore wenig Mühe, Ludwig dem VIII., König von Frankreich, von ihren Reizen zu überzeugen. Kaum ist die schöne Braut als Königin im Louvre gekrönt, sehnt sie sich zurück nach der Pracht ihres heimatlichen Hofs in Aquitanien. Die abweisenden, einsamen Mauern des Palastes machen sie zutiefst unglücklich. Zerstreuung findet Eleonore nur durch die Freundschaft mit der gleichaltrigen Loanne de Grimwald, einer direkten Nachfolgerin des Zauberers Merlin, die ihr nach Paris gefolgt ist. Loanne ist dazu ausersehen, Eleonore durch die Macht ihrer magischen Fähigkeiten an den englischen Königshof zu binden. So, ich mochte mich nicht. Punkt. Das ist doch mal eine Aussage beim ersten Satz. Ja, vielleicht lese ich es ja noch. Na, hoffentlich wird es nicht eine Auto... Ja, eigentlich klingt es ja so, als wenn es völlig so deins ist mit Zauberei und Merlin und so weiter. Nein, aber ich bringe dich jetzt nicht um das Vergnügen. Nee, so. Vor allen Dingen, weil es so ein dicker Schinken ist. So, wir haben Thomas... mittlerweile irgendwie ein bisschen was gegen dicke Schinken. Thomas Mann, Tonio Kröger, Mario und der Zauberer. Tonio Kröger, eine Prosaballade, und Mario und der Zauberer, eine stark ins Politische hinüberspielende Geschichte. Zwei gegensätzliche Erzählungen, in denen Thomas Mann seine Kunst des psychologischen Realismus zur Meisterschaft gesteigert hat. Ach, ich glaube, das geht wieder ins Tauschregal. Ja, ich habe es auch gedacht. Ich bin kein Freund von Kurzgeschichten. Also das muss dann schon Grusel so sein. Sein wie Suki Steckhouse. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß irgendwie. Nein, aber wir haben jetzt Grusel so... im Koffer oder so. So geile Gruselgeschichtenbücher abgesahnt. Also die werden wir dann lesen. Aber das geht wieder ins Tauschregal. Ja. Seht ihr, Leute, so sortieren wir dann schon wieder aus. So, dann kommen wir zu Sergio Bambarin. Das ist der mit dem träumenden Delfin. Der Traum des Leuchtturmwächters. Ein Ort für deine Sehnsüchte. Der sieht irgendwie türkisch aus. Nicht das freundlichste Autorenfoto. Ja, glaube ich auch. So, Paolo und Martin. Für beide ist es die große Liebe. Nichts wird je ihr Glück zerstören. In der Nähe eines verwunschenen Leuchtturms finden sie den vollkommenen Platz, wo sie ihre Träume leben werden. Doch erst die Weisheit des alten Leuchtturmwärters zeigt ihnen, dass es mehr braucht als Gefühle und Leidenschaft. Ich finde, es hört sich nicht schlecht an. Sag ja nichts. Also wenn ihr irgendeines der Bücher gelesen habt oder so, packt uns bitte in die Infobox, oder nicht in die Infobox. In der Infobox, ihr müsst übrigens nie mitschreiben. In der Infobox findet ihr alle Bücher aufgelistet. Die Mühe machen wir uns für euch, wir gucken die Videos immer nochmal durch und so weiter. Und nein, dann schreibt uns einen Kommentar oder auch bei Instagram könnt ihr uns auch... kontaktieren. Es interessiert uns ja, ob wir uns die Mühe machen sollten, die Bücher zu lesen, oder ihr sagt, da kommt ein Tier zu Schaden oder ja, so. Ja, also bitte, danke, das wäre super lieb, wenn es heißt, da wird irgendwie ein Tier geschlachtet, erschossen, gequält oder sonst was. Bitte, bitte lasst es uns wissen, weil dann brauchen wir das Buch gar nicht erst zu lesen. Genau, also ach so, ja, und ich weise jetzt nochmal darauf hin, wenn wir da schon bei sind, Instagram, wir haben es geteilt. Ihr könnt uns jetzt also, wenn ihr nur Buchvideos haben wollt, könnt ihr uns wieder von der Stummschaltung aufheben, weil bei Glimmerfeen laden wir nur noch unser Leben hoch und halt Bücher, und unsere gesamte Tarot-Sache laden wir bei glimmerfee.tarot hoch. Genau, und unser anderes Leben, also nicht das Leben des Lesers, sondern unser anderes Leben, das taucht da auf. Das Leben als Hexe. Genau. So, und jetzt kommen wir zum ersten Satz. Geschäftsreisen muss man machen, auch wenn sie öde sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Geschäftsreisen auch mal sehr interessant sind. So, das lege ich schon mal gleich daneben. So, dann kommen wir zu Alexandra Wir Porter. Sind echt so hochwertig, ne? Ich freue mich über jeden Kitsch-Schmonzetten-Schinken. Meine Tante darf jetzt schon nach Julia und Cora und so weiter Ausschau halten. Siehst du, und da wüsste ich nicht, wann ich die lesen kann. Und Gaslichtromane und so weiter. Und sowas Gutes wie Thomas Mann, ach ja, weg. Lesen wir eh nicht. So, Alexandra Potter, heute schon geträumt. Von Alexandra Potter haben wir mehrere Bücher bereits gelesen. Ja, und ich glaube... Der Wunschzettel, ich habe Darcy gelesen. Du hast noch das mit Indien gelesen. Drei Stück, kann das sein? Nee, es waren, glaube ich, mehr. Ich glaube es auch. Nicht mehr alle. Ja, ich habe Darcy jetzt auch nicht wiedergefunden. Ich mochte das Buch ja nicht.
Hätte ich nun früher schon gewusst, was ich heute weiß, denkt sich Charlotte Meriwether oft. Ich mag den Namen. Das ist schon klar. Nie hätte, wieso? Weil du das jedes Mal sagst. Jedes Mal, wenn jemand Meriwether heißt, sagst du, ach, das ist ein hübscher Name. Ja. Das ist genauso wie wenn jemand Holly heißt. Ja. Haben die Bücher immer schon einen Pluspunkt? Ja, ich würde gerne so heißen. Holly. Ich mag den Namen total gerne. Und Mary, Holly Meriwether, das wär's doch. Bitte bei der nächsten Inkarnation diesen Namen schon mal für mich vormerken. So, ich glaube, sie sieht aus wie eine Holly. Wir müssen jetzt ihr irgendwie nur einen Nachnamen besorgen, der Meriwether heißt. Genau. Nie hätte sie etwas mit diesem Nichtsnutz angefangen, der ihr dann das Herz gebrochen hat. Sie hätte viel besser auf ihre Figur geachtet und ihr Geld nicht für so viele unnütze Dinge ausgegeben. Kein Wunder, dass sie begeistert ist, als sie nun mit Anfang 30 ihrem früheren Ich begegnet und die Chance hat, all ihre Jugendsünden rückgängig zu machen. Aber ist ihr jetziges Leben als Geschäftsfrau im Dauerstress wirklich so perfekt? Vielleicht könnte ja die heutige Charlotte etwas von der unbeschwerten früheren lernen. Ich muss sagen, dass ich gerne in der Zeit zurückreisen würde, um ganz, ganz viele Fehler nicht zu begehen. Ich auch. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob du dann da noch sitzen würdest. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich würde da sehr früh anfangen, irgendwo mit 14. Und ja, ab da würde ich mein Leben ganz neu aufbauen. Ja, und ich weiß, es ist ja auch immer so eine Sache, wenn sowas auftaucht. Ja, dann, nein, ich würde alles nochmal so machen. Wenn man alles nochmal so machen würde, hat man doch nichts gelernt. Also. Vor allem wäre es langweilig. Ja. So, wusch, 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 wie herrlich. Habe ich euch jetzt neugierig gemacht, was das wo war? Waren da Sexen, die auf ihren Besen geflogen sind? War das der Staubsauger oder der Staubwedel? Tja, oder der Dackel, der da durch die Gegend zischt? Ich werde es euch nicht verraten. Es ist jedenfalls herrlich gewesen. Ich frage mich jetzt wirklich, was macht wusch, wusch, wusch? Tja, ich hätte es nicht mit dem Geräusch in Verbindung gebracht. Jetzt ist es noch trickiger. Ja. So, der schwarze Lord von Pengersack. In Cornwall, zur legendären Zeit, errichtet der schwarze Lord von Pengersack eine Herrschaft über die Gegend, indem er sich der Zauberei und der schwarzen Magie bedient. Kein Bewohner kann sich vor seinen Spionen verbergen, keiner ist vor den Belästigungen seiner Handlanger sicher. Die Leute ergeben sich in ihr Schicksal. Wissen sie doch, was mit jenen passiert, die sich zu widersetzen wagten. Nur Iago lehnt sich dennoch auf, aber auch ihm wird so hart zugesetzt, dass er froh ist, mit dem Leben davonzukommen. Mithilfe von Mabby, der Tochter armer Bauern, bereitet er sich auf eine lange, gefahrvolle Reise vor, auf der er die magischen Kräfte sucht, die er braucht, um die unheilvolle Macht des Schwarzen Lords zu brechen. Diese spannende Fantasy-Geschichte beschwört die Atmosphäre eines legendären Mittelalters herauf, gibt eine dramatische Schilderung des Ur-Kampfes zwischen Gut und Böse. Das sieht genauso aus wie diese unattraktiven Kinderbücher, die es gab, als ich klein war. Vor langer Zeit, beinahe bevor irgendetwas anderes begonnen hatte, wurde an der Küste von Kerno ein Turm errichtet. Echt, ihr könnt so froh sein, wenn ihr heute Kind seid. Ich bin mit solchen Kinderbüchern aufgewachsen, obwohl Mar findet das jetzt wieder attraktiv. Aber das waren ja schon die attraktiveren Versionen von ihren Kinderbüchern. Weißt du was, jammer, jammer, jau, jau. Hättest du meine Kindheit gehabt, wäre es ganz dunkel gewesen. Ja, da gab es nur das Sandmännchen und so. Ja, im Fernsehen. Aber da war, glaube ich, Kinderliteratur doch ein bisschen hochwertiger. Ja, ich muss jetzt aber auch sagen, ich habe jetzt, ja, die Wüstenschwestern lese ich jetzt, ja, von, ach, von Marco. Okay, es ist aus dem Franke Verlag, ihr wisst es, ich liebe den Franke Verlag, weil das ja biblische Geschichten sind, also für junge Christen und so weiter. Ich liebe es. Ich sag nichts dazu. Finde es toll. Naja, jedenfalls, aber da auch wieder, die haben die Odyssee gelesen, die haben Ivanhoe und so weiter gelesen. Früher, so im viktorianischen Zeitalter, waren die noch wesentlich gebildeter. Vor allen Dingen waren es damals noch keine Klassiker. Ne? Ja, das auch. Die haben vielleicht auch gesagt, wir hätten auch ganz großen Bock auf was ganz anderes. Naja, komm, die Odyssee ist damals schon Klassiker gewesen. Ja, die schon. So, kommen wir zu einem Mann, den ich ja sehr schätze, Alfred Hitchcock, ich weiß, du nicht. So, die drei Fragezeichen und der Karpattenhund. Du hast noch nie ein drei Fragezeichen gelesen, ne? Woher willst du das wissen? Ich frage dich.
Ich habe bestimmt schon eins gelesen, weil meine Cousine die gesammelt hat. Und da ich in den Sommerferien ganz oft bei ihr war, werde ich wahrscheinlich nicht nur Wilhelm Busch gelesen haben. Aber jetzt ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sie hat die drei Fragezeichen. Gab es Ausrufungszeichen auch? Nein, die gibt es Nee. heute. Also sie hatte also Alfred Hitchcock die Bücher alle gesammelt. Das weiß ich. Die hatte so eine ganze Batterie da stehen. Und ich denke mal, dass ich dann auch mal das eine oder andere gelesen habe. Aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Also da gebe ich dir jetzt recht. Es war ja auch eine Frage, keine Nein, Aussagen. ich weiß es wirklich nicht. Ich Nichts meine, mit Alfred Punkt oder Hitchcock ist Ausrufezeichen. nicht bekannt geworden mit den drei Fragezeichen. Das war ein Nebenprodukt, denke ich. Ja. So, also kommen wir zu dem Karpatenhund. In Mr. Prentys Wohnung geschehen rätselhafte Dinge. Lichtblitze spuken bei Nacht. Jemand hat die wertvolle gläserne Skulptur des Karpatenhundes verschwinden lassen. Und wer versucht allen Mietern den Aufenthalt im Apartmenthaus unmöglich zu machen? Die wenigen Spuren weisen die drei Fragezeichen in verschiedene Richtungen. Eine harte Nuss für unsere Freunde. Ja. Es herrschte Zwielicht. Das jäh hereinbrechende Zwielicht Ende Dezember, das Frösteln macht, als Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews erstmal zu der Straße namens Paseo Place kamen. So, und das war jetzt ein Teil der großen Tauschbörse, Tauschregal, Beute, die wir gemacht Im haben. Moment sind wirklich gute Bücher drin. Also ihr werdet auch Zeiten erleben, da ist gar nichts da. Ja, also momentan, als wenn Sie nur darauf warten, die Glimmerfeen könnten heute kommen, packen Sie die Dinger voll. Also im Moment wirklich, gerade bei uns hier in der Gegend, wirklich mega, mega tolle Bücher. Manchmal haben Ja. wir in 6 Wochen nur 2 Bücher rausgezogen, aber jetzt im Also jetzt das Moment. letzte Mal, wo wir einkaufen waren, hatten wir eine Kleinigkeit vergessen. Da war gerade eine Frau vor uns, die hatte sich so einen Stapel da rausgezogen und da war dann für uns halt nicht mehr so viel da. Aber vielleicht sind das alles Bücher, die wissen, dass sie da ins Fernsehen kommen Genau, die sagen müssen. alle, hallo, nimm mich jetzt dringend mit. Ich will auch mal auf den YouTube-Kanal. Ich möchte auch gesehen werden. Ja, gut, wenn du daran denkst, dass Geschichten, die nicht mehr gelesen werden oder sich nicht mehr daran erinnert wird, verblassen, denk an dieses Baby auf der Märcheninsel. Oder ist das nicht bei Oder der die Un. unendliche Genau, bei Geschichte denen da. ist es doch auch so. Und ja, es ist doch auch bei diesem mexikanischen Film, warte mal, wie hieß denn der nochmal? Coco von Pixar. Wenn die Toten niemand mehr lebt, der sich an sie erinnert, sterben sie ja nochmal im Jenseits. Schöne Vorstellung. Und dann ist endgültig Laterne aus. Ja, aber vielleicht wollen diese Geschichten, weil es ja auch alte Bücher sind, vielleicht sagen die jetzt immer, hey, ich bin attraktiv, Glimmerfee, nimm mich mit, ich will Ich gezeigt bin so werden. hübsch, ich bin so hübsch. Ich möchte nicht irgendwo in einem Regal stehen, ich möchte, dass ganz viele Leute mich sehen, bewundern, aufschlagen, haben wollen und mich wahrnehmen, damit Genau. ich weiterleben kann, ich und all meine Und Charaktere. vielleicht möchtet ihr die Sina auch haben. Vielleicht ruft die jetzt gerade. Nehmt mich doch mit, nehmt mich doch mit. Hä? Ja, weil du das so schön gerade gesagt hast, als wenn du den Büchern vollkommen aus der Seele sprechen könntest. Ich bin halt eine Bücherflüsterin. Ah, Ich so, ich Bücher. weiß, was Bücher wollen. Genau, und ich. Dr. Stefan Frank wusste, was Frauen wollen. Ich weiß, was Bücher wollen. Und. Dr. Sina Glimmerfee weiß, was Bücher wollen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Ich will jetzt einen neuen Tee. Und dann werde ich gucken, ob ich noch eine Runde schaffe mit euch. Und dann wird noch mal alles Wird umdekoriert. nochmal umdekoriert, damit ihr auch immer was Schönes Neues zu sehen habt. Und dann gibt es nochmal eine Runde Tauschregal, denke ich. Also, bis dahin.